Ich würde die Dienerschaft anweisen, den Priusgang zu servieren, jetzt wo der höchste Gast Emma von Gareth eingetroffen ist, nebst ihrer Tochter Rohaya. Was ist denn der Gang Praius? Der Gang Praius besteht aus Sonnenteller Praius, von der Flamme geküsstes Rindfleisch, gebraten in feinstem Praius-Blumenöl mit einer Soße aus Lilaskaner Pfeffer. Als Beilage glasiertes Elenwiner Sonnengemüse, begleitet von Elfenreben Rotwein von den Sonnenhängen der Goldfelsen. Wer die Praius-Scheibe den Tag die Krone aufsetzt, ist dies natürlich auch die Krönung des Hauptgangs. Gut, dann führt ihr uns doch am besten mal durch den Abend. Wie geht es weiter? Macht ihr direkt weiter mit dem Gang Rondra oder wird es dann irgendwie anders weitergehen? Was passiert? Ich denke, dass jetzt das Theaterstück geplant wurde. Da vertue ich mich gerade. Ja, für die zweite Hälfte war das Theaterstück geplant. Da gibt es drei Akte und zwischendrin werden immer noch mal wieder Gänge serviert. Ja, der erste Akt, dann drei weitere Gänge, der zweite Akt, die letzten drei Gänge und dann der finale Akt. Ja, ich gehe dann zu der Theatergemeinschaft. Nun, euer großer Auftritt. Ich freue mich bereits darauf. Und ja, schaue nochmal in die Runde meiner Kameraden. Ist alles bereit? Ich denke doch, wir sollten vielleicht noch darauf hinweisen, wie gespendet werden kann. Sollten wir dies nicht, ich weiß nicht, hinterher tun? Ihnen noch einmal nahelegen, wofür wir das Ganze machen? Ja, wir sollten es währenddessen machen. Wir würden auf der Rückseite der Einladung notieren, beziehungsweise der Gast würde notieren, welche Summe er zu spenden bereit ist. Und wie gesagt, die 12 Ersten auf dieser Liste, die am meisten gespendet haben, werden ausgerufen bei der Verteilung der Spenden an die Tobria. Sind wir sicher, dass wir das jetzt schon machen wollen? Sollen wir nicht mit warten, bis nun wir fertig sind mit den Mahlzeiten und vor der dritten Aufführung? Nee, Ich glaube wir sollten jetzt sozusagen die ersten Spenden sozusagen einnehmen. Dann sozusagen können wir den Leuten ja schön sozusagen durch die Hand mitteilen, wer die ersten 12 Plätze aktuell hat, damit das Anstacheln losgeht. Ich Über die weiß Akte nicht. hinweg. Das sind sozusagen die Spendenakte, die wir dann sozusagen damit insgeheim noch gleichzeitig mit ausrufen. Ist schon sehr horasisch. Ja, das ist also, da könnten sich Leute auf den Fuß getreten fühlen, wenn man das jetzt so ausruft. Das ist nicht die feine Art. Nein, nein, Was, die Idee wir rufen müssen. doch jetzt nur, also was heißt, wir können ja auch durch die Hand, durch die Blume bekannt geben, dass jetzt die ersten Leute ihre Spenden eintragen können und dass die ersten Leute, die schon was abgeben wollen, das abgeben können. Um dann sozusagen durch die Blume klarzugeben, sozusagen, dass das wird nicht ausgerufen von mir, sondern das wird dann eben sozusagen getratscht, wer wie viel gespendet hat. Ja, wenn es nicht ausgerufen wird, dann damit kann ich mich anfreunden. Ich denke, Also ich der Plan war denke. eher, dass wir die Namen der 12-Mal-Spender dann bei den Tobrian ausrufen. Ja, bei der Suppenküche. Genau. Oder Götterdienst zur Genau, Eröffnung. dort wird dann ausgerufen, in wessen Namen wir hier sozusagen das Ganze machen. Natürlich in den Namen der Herren Travia und der Zwölfe, aber ne, wer sozusagen die edlen Spender sind, die uns da sozusagen das ermöglichen, ja. Und man würde sozusagen wahrscheinlich den Ehefrauen oder den Ehemännern ganz im Vertrauen natürlich stecken. Ach, wisst ihr schon, dieser hat so und so viel gespendet. Die Gräfin von Galahad, habt ihr es schon gehört? 150 Goldstücke soll sie gegeben haben. Unglaublich. Ui, sowas kann ich nicht. Solche Horrorsia. Nun, ihr Da werdet das schon bin schaffen. ich super drin. Rafim. Ja, was ist? Was kann ich für euch tun? Eine kleine Bitte, die ich übersehen habe. Du verstehst dich doch wunderbar mit dem Zwergenkönig, nicht wahr? Ja, der trinkt ganz gut. Ja, wieso? Könntest du während der dritten Aufführung aufpassen, dass er und seine Kumpanen nicht auf die Bühne stürmen, um den Drachen zu erledigen? Oh Gott. Die Zwerge, der Drache. Ihr habt doch recht.
Wir könnten das ja so, ja, ich kann es probieren, aber vielleicht muss ich erzählt ihnen, dass es die Geschichte des heldenhaften Igna ist und dass sie mit ansehen können, wie er den Drachen erledigt hat. Nur sein Andenken ihrem. Ist nicht hier die Geschichte des heldenhaften Torgosch? Beide. Genau, von Igna und Torgosch. Das kriegen wir dem Igna ist immer anwesend. Igna müsste auf die Bühne gerufen werden. Könnte ja als Herausforderung verstehen. Ja, wartet, ich gehe mal zum Zwergenkönig und frag den. Sehr gut. Ja, dann laufe ich zum Zwergenkönig. Ich nehme an, er stellt mir die Frage, die du mir geschrieben hast, richtig? Korrekt. Ja, dann gehe ich zu der Gauklertruppe hin. Schau die an. Sag mal, hat irgendwer von euch Feuerpulver und einen Schlauch? Feuerpulver? Also ich glaube, Theophrastos hat was dabei, aber einen Schlauch habe ich nicht, nein. Okay, gut. Wo ist Theophrastos? Ich glaube, der... Da drüben steht er. Ja, der, okay. Der Dicke. Dann laufe ich zu dem Dicken hin. Entschuldigung, haben Sie einen Moment? Kannst mich duzen, was willst du denn? Hast du Feuerpulver? Feuerpulver? Ja. Ja. Wofür? Aber der Zwergenkönig braucht das. Ach so, ja. Dann. Und hast du eine Ahnung, wo ich einen Schlauch herbekomme? Nein, habe ich nicht. Scheiße. Ja, aber wie viel Feuerpulver kannst du abdrücken? Und was willst du dafür? Naja, ich kann euch das so geben, oder ich kann dir das so geben, aber dann... Ich brauche das nachher für die letzte Aufführung. Ich hätte sonst einen Feuerphönix erstellen wollen, der dann an den Nachthimmel steigt. Das geht dann nicht mehr, aber hier. Ja, aber wie viel kannst du denn abgeben und das funktioniert trotzdem auch? Naja, also ich brauche da schon alles, das ist ausgewogen. Scheiße. Wo kann man sonst Feuerpulver sich kaufen? Jetzt um diese Uhrzeit? Ja, jetzt. Zirkel der freien Wissenschaften. Ja, da latsche ich jetzt aber nicht mehr hin. Ja, egal, dann mach das. Trotzdem danke. Dann latsche ich zum Zwergenkönig zurück, sag ihm, ja, keine Ahnung, können wir morgen machen. Jetzt kriegen wir das nirgendwo mehr. Was? Ja, das gibt's nur in diesem komischen Zirkel der freien Wissenschaften und ich weiß A nicht, was das ist und B laufe ich da jetzt nicht hin. Da kann der Drache kein Feuer spucken. Können wir das nicht selbst machen? Naja, hier sind doch alle möglichen Diener, die mit Feuerstein, Stahl, die Kerzen anmachen und so. Wenn wir uns genug Feuerstein nehmen, den zermahlen, könnten wir den doch anzünden, oder? Brennt der nicht? Probieren können wir's. Okay. Wir nehmen dann einfach alle ihren Feuerstein weg. Versuchen wir es. Gut. Ja, dann sammle ich jetzt Feuersteine ein. Ja, kannst du dann zerstoßen und hast dann ja ungefähr nach einer Stunde. Eine Stunde dauert das ungefähr, während du dann da sitzt und dann nach und nach kleine Feuersteine raushaust. Natürlich ein paar Funken, die dabei auch entstehen. Aber bis sie dann viele kleine Krümel sind. Und jetzt, Irma, was machen wir damit? Weiß ich doch nicht. Ich dachte, jetzt hier kommt das in den Schlauch, man pustet das Bänder raus und dann muss da irgendwie eine Fackel dran gehalten werden, wenn er so wusch macht und eben brennt oder so. Man pustet das direkt über das Fackelfeuer. Ich habe doch keine Ahnung, wie das genau funktioniert. Ich bin doch kein Gaukler. Wir können es probieren. Komm. Was heißt denn wir? Willst du jetzt irgendwie den Drachen abfackeln? Ja, wieso? Ich dachte, der meint seine Drachenstatue. Weiß ich nicht. Ja, von einem anderen Drachen weiß der ja nichts. Also muss er seine Drachenstatue meinen. Immer zuck mit den Schultern. Wenn du meinst, dass das alles so klar ist, dann mach du. Ich geh zum Zwergkönig hin und schau ihn an. Ja, sollen wir das jetzt bei deiner Drachenstatue ausprobieren? Ja, wenn das klappt, ja. Also hast du einen Schlauch? Hast du das Pulver? Gut, dann komm mit. Das Pulver habe ich, aber wir haben keinen Schlauch gekriegt. Ja, das wird schon irgendwie gehen. Wir machen das eben. Ja, nach 10 Minuten kannst du wieder reinkommen. Es hat natürlich nicht angefangen zu brennen. Der Zwergenkönig ist ein bisschen ungehalten. Das jetzt, ja, er könnte natürlich, wenn er einen Schlauch kriegt, kann er da auch Wasser verlegen oder mit irgendwie Druck arbeiten. Dann kann der Drache auch Wasser spucken, aber das ist ihm nicht genug. Derweil die anderen. Ich glaube, ihr wolltet entweder eine Ansage machen oder ja, das erste Theaterstück eröffnen. Nun, damit ist diese brennende Stelle vorerst behoben.
Also gut, macht ihr eure Ansage und dann können wir das erste Theaterstück beginnen. Gut, Magistra, wollt ihr oder soll ich? Wie ihr möchtet. Ihr könnt gerne einleiten, ich übernehme dann, wenn ihr wollt. Gut. Dann gehe ich nochmal auf die Bühne. Nun, erst wo wir alle ein wenig gegessen haben, hat ein berühmter Bürger der Stadt, Marichal de Parteau, einige kleine Theatervorführungen für das werte Publikum zusammengestellt, die einige unserer Erlebnisse bis jetzt künstlerisch darstellen sollen. Bevor wir uns aber diesem Vergnügen widmen, denke ich, es ist angemessen, dass wir für all diejenigen, die nicht hier sein können, weil sie draußen vor der Stadt sitzen oder weil sie in ihrer alten Heimat in einem flachen Grab liegen, einen Moment des Schweigens einleiten. Wird kurz geschwiegen. Nun, all denen, die noch unter den Lebenden weilen, soll dies hier im Endeffekt zur Hilfe gedeihen. Deswegen möchten wir alle, sagen wir zu meinen Kameraden, die Anwesenden doch sehr bitten, nach ihren Möglichkeiten und Befindlichkeiten im Namen der heiligen Mutter Travia reichlich zu spenden, auf dass auch diesen armen Seelen ein Teil des Glanzes unseres Reiches zuteil werden kann. So, trete ich ab und überlasse Kieras die Bühne. Ja, und damit gehe ich dann auf die Bühne, begleitet von einem der Theaterleute, der als Erzähler dienen wird für diese Vorführung. Ich verbeuge mich einmal vor dem gesamten Publikum. Es ist mir eine Freude, außerordentliche Freude, euch hier und heute das erste unserer Stücke zu präsentieren. Der erste Moment, in dem wir seinen Namen gemacht haben. Und zwar die Schlacht vor Kunchum. Ich verbeuge mich noch einmal und gehe dann von der Bühne, um dem Theater die Show zu lassen. Und so tritt der Erzähler vor und beginnt zu erzählen. Der Vorhang öffnet sich und vor uns liegt die raue stürmische See des Golf von Kunchum. Komplett Kunchum ist in Aufruhr und Alarmbereitschaft. Feinde vor der Stadt. Die Leichen lange Ertrunkener erwachen erneut mit dämonischer Kraft zum Leben und erheben sich aus dem Hafenbecken. Doch dies soll nicht der Ort sein, an dem unsere Helden sich ihren Namen verdienen. Ins Bild kommt eine prächtige Galeasse, die Seeadler, unter Führung von Admiral Sanin. Unsere Helden eilen an Bord, um sich der eigentlichen Gefahr zu stellen. Nicht eine, sondern gleich zwei der unheiligen Archen nähern sich der Stadt. Es bleibt keine Zeit, im Hintergrund ist zu sehen, wie die Sulman al-Nasuri, das märchenhafte Zauberschiff der Tulamiden, die Knochenotter, eine der Archen, frontal rammt und schweren Schaden erleidet. Der Admiral trifft eine schnelle Entscheidung. Er muss dem anderen Schiff zur Hilfe eilen. So ist es unseren Helden überlassen, die zweite Arche zu besiegen. In einem gewagten Manöver rast die Seeadler an dem spinnenartigen Monstrum vorbei, das sich langsam ins Bild schiebt. Der achtbeinige, skelettköpfige Schiffsdämon erhebt sich bedrohlich vor dem kleineren Schiff. Doch schon im nächsten Moment rammt die Seeadler die Beine der Arche, reißt zwei davon gar direkt vom Körper der Spinne. Und in just diesem Moment springen unsere Helden hinüber, um die Arche zu entern. Doch das Schreckliche passiert. Der Paktierer der Arche erscheint. Eine widerliche Gestalt, halb Mann, halb Fisch, hebt seine Hände mit einer ruckartigen Bewegung. Die Entermannschaft wird hinfortgespült und stürzt ins Wasser. Nur dem Alanfanischen Fenrich, Kiaras Karinor, und dem kleinen Rondra-Akoluten Hilal gelingt es, die Beine zu erklimmen. Umzingelt von froschartigen Monstrositäten versuchen die beiden verzweifelt, sich zu dem Paktierer durchzuschlagen. Doch
überwältigt vom Feind, wirft sich der Fähnrich vor den jungen Hilal, um ihm das Leben zu retten, und wird dabei schwer am Kopf getroffen. Ein blutbespritzter Federhut segelt die Bordwand hinab, und zu sehen ist nun der Rest der Entermannschaft, kurz vor dem Ertrinken. Doch ein lauter Ruf erschallt plötzlich im Saal, hell und wohltuend. Der Ruf Efferts, der Ruf eines Wals. Gesandt vom Gott selbst erhebt sich das graue Geschöpf aus der Tiefe und trägt unsere Wellen hinaus aus den Fluten der blutigen See. Sie warten keinen Herzschlag und springen auf das Deck der Dämonenarche. Der Magier Eldan Gorbas eilt zu seinem verletzten Kameraden mit einem kurzen, mächtigen Zauberspruch. Erscheint plötzlich ein heller Blitz, der alle Feinde blendet. Jarlan Greifmund stellt sich den feindlichen Truppen. Zwei gewaltige, schwer gepanzerte Hummerwesen versuchen, den Ritter zu stoppen. Doch unter den Schlägen seines Streitkolbens zerbersten deren Panzerplatten wie Keramik. Der Rondrianer Ahmad Shada al-Bakra ibn Nasreddin stürzt sich gegen den Captain der Arche und dessen stierköpfigen Leibwächter. Mit der Wut der Löwengöttin macht er kurzen Prozess mit dem Abschaum. Doch noch immer wandelt das Monstrum. Das Herz muss vernichtet werden. Doch diese Arche hat kein Herz, kein Unterdeck, kein Schwachpunkt, wie es scheint. Und der Phönix erhebt sich wieder. Eine Hand, die blutige Wunde im Gesicht haltend, und deutet auf den Kopf der Bestie. Es ist eine Spinne! Der Schwachpunkt ist im Nacken der Arche! Jarlan Greifmund stürzt zugleich zu dem verdächtigen Auswuchs auf dem Schiffsdeck und hebt die Hand, in ihr ein leuchtender Glasdolch gefüllt mit Bandstaub. Doch er zögert. Worauf wartet ihr? Er stecht das Monster! Packt der Fähnrich den Ritter bei der Schulter, um ihn herumzureißen. Ha! Dafür brauche ich den Dolch nicht. Mit einem wilden Lächeln erhebt er seinen geheiligten Streitkolben und schlägt mit aller Macht zu. Die Spinne brüllt laut, bäumt sich auf, versucht sich zu wehren. Der Streitkolben fährt erneut hernieder. Das Schiff zuckt zusammen, versucht zu laufen. Ein letztes Mal schlägt der Streitkolben hernieder. Die Dämonenarche Asagena Imperiala ist vernichtet. Die Mannschaft von Captain Jarlan Greifmund ist siegreich. Die Vorhänge schließen sich. Applaus. Damit bringen auch die, die Dienerschaft den nächsten Gang herein. Rondra. Ein anderer Gang, das sind deftige Speckflaumen in einer Safttunke. Safttunke, sorry. Aber ein Blutwurst-Ragout und Schwarzbrot. Dazu ein süßer Rotwein mit dem Namen Arivora Blut aus dem Hause Yastelona. Und Isarun tritt auf die Bühne. Genau, Isarun tritt auf die Bühne und richtet sich in das versammelte Publikum, das ganz gebannt dem Theaterstück zugesehen und gelauscht hat. Werte Gäste, nun habt ihr einen Eindruck davon bekommen, was für Schrecken in den schwarzen Landen auf die Menschen lauern. Und vor genau solchen Schrecken sind auch unsere tobrischen Brüder und Schwestern davon gelaufen, um eine sichere Heimat hier in Gareth und auch anderswo im Reich zu finden. Um sie zu unterstützen, das Leid zu mindern und sie wieder zurück auf den göttergefälligen Weg als Handwerker oder auch Waffenknechte zu führen, haben wir uns dazu entschlossen, ihr Leiden zu mindern. Eines unserer Projekte ist dabei die Eröffnung einer neuen Suppenküche mit Unterstützung der Peraine und der Travia-Kirche, die wir in Rosskuppel eröffnen wollen. Und dazu möchten wir bitten zu spenden, gerne auch natürlich Naturalien. Der Speichermeister von Rosskuppel, Mirobert Korninger, ist auch hier, wenn ihr euch einmal erheben wollt, Herr Korninger. Jawohl, einen Applaus. Er verschluckt sich gerade, wird ein bisschen rot. Neben ihm, wer sitzt neben ihm? Seine Frau. Unternehmen? Brigon von Erkensteins Frau, der höchste Rechtsgelehrte. Gut, dann wird ihm auf den Rücken geklopft und er erhebt sich einmal, weiß gerade nicht, was er sagen soll. Sein Kopf ist zumindest ebenso rot, wie der von Jarlan kurz vorher war. Bitte was? Ja, wie gesagt, sehr gerne nimmt der Speichermeister von Rosskuppel, Herr Korninger, auch Spenden entgegen. Er ist uns natürlich eine große Hilfe, ebenso wie unser geehrter Bürgermeister, Herr Kafenk.
Ja, der erhebt sich ebenso, tüpfelt sich einmal kurz den Mundwinkel ab und winkt dann in die Runde. Professionell. Mit diesem Hinweis möchte ich Sie auch auf das zweite Theaterstück vorbereiten, das sogleich beginnt. Dann trete ich ab. Erst kommen noch drei Gänge. Nee, das hat sie jetzt so angesagt und jetzt so. Macht ihr das, was Isarun gesagt hat. Während diesem Stück wird jetzt noch ein Rangang gegessen, dachte ich. Das ist auch eine wunderbare Idee. Ja, so Rondra ist gerade serviert, während Isarun oben steht und dann kann Isarun selber auch davon essen. Ist immerhin auch für sie gedeckt. Ja. Aber jetzt wird das Theaterstück aufgeführt. Sorry, Kiarasa, da musst du durch. Gut, ja. Erneut treten die Theaterleute auf die Bühne. Sind vielleicht noch ein wenig betrunken von dem Applaus, den sie bekommen haben, und eifrig hört man noch hinter den Vorhängen, wie sie schnell die Kulissen getauscht haben, sich in Position bringen, und dann erhebt der Erzähler wieder seine Stimme. Erneut öffnen sich die Vorhänge und geben sofort den Blick frei auf eine regenverschleierte Küste. Vor uns liegt die Insel Rulat und im Hintergrund zu sehen ist der Schlund der erbarmungslosen Ersäuferin. Eine unheilige Grotte, welche direkt in die Niederhöllen führt. Unsere Helden haben für den Feind eine Falle aufgestellt, um ihnen ein unheiliges Artefakt zu entwenden, bevor sie es an ihre Herren senden können. Die Szene beginnt mit einer einzelnen Frau, die sich drei unscheinbaren Hütten nähert. Eine Taverne, ein Tempel und ein Lager. Alles geschändet und entstellt vom Feind, doch in ihnen lauern unsere Helden und ihre Truppen. Die Frau tritt auf die Taverne zu. Sie ist eine Magdalenata, eine gefallene Amazone, und fordert die hiesigen Wachen auf, sich zu zeigen und ihren Respekt zu zollen. Doch statt der erwarteten Söldner tritt Ahmad Shada al-Bakra ibn Nasreddin aus der Tür, schwingt seinen gewaltigen Rondrakam und streckt die Paktiererin sofort nieder. Kurz darauf kommt die feindliche Prozession des Xera'an in Sicht. Weitere Magdalenata, eine Gruppe Humira und ein Paktierer. Hinter ihnen das unheilige Artefakt auf einer Sänfte. Sofort stürmen unsere Helden und ihre Truppen hervor und stellen sich dem Feind. Yalan greifen und erstürmt erneut die gepanzerten Hummerwesen. Auch sie erleiden einen kurzen Prozess wie schon zuvor. Der Rondra-Geweihte hingegen stellt sich dem Paktierer und streckt diese mit einem einzigen Hieb nieder. Die Bogen erheben sich aus ihren Verstecken, öffnen Fenster und strecken die anstürmenden Amazonen nieder. Kiaras Karrenor bleibt zurück und unterstützt die Magier Eldan Gorbas und Abelmir Yamorenes vor zwei der überlebenden Magdalenata. Mit einem schnellen Zauber streckt Adeptus Abelmir diese jedoch nieder. Lautes Kreischen erschallt. Gefahr! Darion Palligan und seine Truppen von der Plagenbringer stürzen aus den finsteren Wolken im Himmel und fallen Xeraans Truppen in den Rücken. Der Paktierer will das Artefakt für sich selbst stehlen. Ymer schießt auf die schwarzen Harpien. Eine nach der anderen fallen sie nieder. Und der fliegende Palligan bleibt schutzlos zurück. Die anderen Bogenschützen folgen seinem Beispiel und schießen auf die unheiligen Wesen. Die Söldner bilden eine Speerphalanx. Und kurze Zeit später prallen die Kämpfer aufeinander. Kiaras Karrenor fordert Palligan, doch dieser fliegt weiter feige über dem Schlachtfeld mit seinem flatternden Mantel. Eldan Gorbas blendet den Feigling mit einem gut platzierten Zauber. Aus Verzweiflung wirft dieser eine magische Wassersphäre, welche jedoch völlig verfehlt und das Dach der Taverne trifft. Ymer stürzt sich in dieser kurzen Zeit vor und greift das Artefakt von der Sänfte. Er verschwindet mit den Magiern in der Taverne, versteckt sich vor dem wütenden Paktierer.
Ein spöttischer Ruf des Fähnrichs lockt schließlich Darian Palligan zu Boden und ein feuriges Duell entbricht. Doch erneut Gefahr! Ein neuer Feind erscheint in den Himmel, reitend auf einem gewaltigen Karakil. Die Truppen des Hafax greifen in die Schlacht ein und fallen nun den Truppen von Palligan und Xeran gleichfalls in den Rücken. Das Schlachtfeld verfällt in völliges Chaos. Achmat stellt sich dem Champion des Hafax, ein monströser Mann und Mörder. Der Geweihte betet zu Rondra, während sein Feind, deren Erzfeind, anruft. Und die Macht der Göttin bereitet Achmat vor auf seinen letzten Kampf. Die Klingen der beiden treffen aufeinander wie Donnerschläge. Nach heftigem Schlagaustausch ist der Feind besiegt. Mit letztem Atem wendet sich Achmat Shada al-Bakra, einem gewaltigen Golem aus Unholz, und fällt heldenhaft im Kampf gegen diesen. Palligan flieht unterdessen aus dem Duell, umzingelt von Feinden, doch er hat einen letzten finsteren Plan. Karinor, nun ohne Feind, rennt ebenfalls davon in die Taverne hinein, um das Artefakt zu schützen. Turike von Hablet, eine Offizierin des Admiral Sahnen, bietet an, das Artefakt an sich zu nehmen, um es mit Hilfe von Sahnins Magiern in Sicherheit zu zaubern. Gemeinsam laufen sie und der Fähnrich hinaus. Palligan beginnt einen Sturzflug, um das Artefakt zu greifen. Der Fähnrich fängt ihn ab. Die Klingen kreuzen sich. Verwegen grinst der Fähnrich seinem Feind ins Gesicht. Plötzlich Verrat! Turike von Hablet rammt ihren Dolch in den Rücken Karinors. Und dieser wird daraufhin vom Palligan niedergestreckt. Ein Pfeil des Schützen Ulmer fliegt heran und streckt die Verräterin nieder. Diesen Moment nutzt jedoch der Paktierer und flieht zurück zu seiner Arche. Auch die anderen Feinde fliehen. Siegreich bleiben nur die Helden und ihre Söldner zurück. Die Szene verschiebt sich und zeigt das Meer hinter den Klippen. Gewaltige Dämonenarchen kämpfen gegen die Seeadler und die Sulman al-Nasuri. Kleinere Piratenschiffe kämpfen gegen beide Parteien. Der Kampf wird jedoch unterbrochen durch Perrine höchst selbst. Ein gewaltiger Baum sprießt aus einer der Archen, ein Wunder der Göttin, um den Dämon zu vernichten. Die Welt scheint den Atem anzuhalten und finstere Wolken klären sich auf. Der Vorhang schließt sich.